Moin Leute und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers! Wir sind endlich vom Bodensee heimgelaufen und machen instant ein neues Video für euch. Der Polo hat einen Getriebeschaden bei 180 auf der Autobahn. Spaß. Ja, wir melden uns zurück mit einem brandneuen Video. Heute mit einem Tabak-Review. Vom ganzen 2 Tabaksorten. Willst du anfangen? Ja. Ja. Also, vom Hersteller her haben wir erstmal den Tumbaki-Tabak. Preis liegt hier bei 17,90 €. 200 Gramm. Jetzt alles ein bisschen gestiegen. Ich weiß noch damals die guten alten Zeiten, wo man nur 15, 16 Euro bezahlt hat bei den guten Adalia-Sorten. Wie beim Sprit. Alles wird teurer hier. Aber Wahnsinn. So, was haben wir hier? Caribbean Blue, ein Blaubeertabak, aber kein reiner Blaubeertabak, sondern ein Blaubeertabak mit Minze und Orange. Drehen wir die Dose auf. Sehr schön, Ben Tumbaki. Doppelt verpackt. Oh. Wie im Chemieunterricht. Nehmen erstmal ein bisschen was. Boy. Also, riecht auf jeden Fall schon sehr intensiv. Ich finde, wenn ich dran rieche, kommt mir erstmal direkt die Orange sehr ins Gesicht. Ansonsten, ja, zeige ich mal hier kurz ein bisschen den Schnitt. Mal gucken, ob man das sieht. Er ist relativ grob, aber sehr, sehr feucht. Also wir haben ein paar Ästchen dabei, ist mehr ein Längsschnitt, sage ich mal. Könnte feiner sein, aber wird auf jeden Fall easy zu bauen. No? No? Also, der hält auf jeden Fall auch ein bisschen. Dadurch, dass ihr eine doppelte Dose habt, braucht ihr auch nicht so viel Angst haben, was hier austrocknen ausgeht. Das sind auch die guten hier Blechdosen. Die... Deswegen, das ist eine zweite Dose dabei, weil man kennt es ja von den guten Aquamenta-Dosen, dass die früher oder später ein bisschen nachgeben. Nachgeben, also durch das Abkratzen der Beschichtung, durch das Umrühren von Tabak, färbt sich der Tabak irgendwann schwarz oder dunkel. Man könnte denken, man hat jetzt Dark Blend. Ist aber nicht so. Kommen wir zu der zweiten Sorte oder hast du noch was zu erwähnen? Nee. Wir kommen dann auf jeden Fall gleich zum Rauchen. Aber erstmal stellt der Flo jetzt einen anderen Tabak vor. Ich habe den Tumbaki Unix. Der ist Honig, Melone, Maracuja, Minze. Auch Schnitt ist derselbe. Feuchtigkeit muss ich nicht viel sagen. Geruch. Man kriegt gleich so leichte Flashbacks an eine gewisse Sorte, die damals sehr lecker war. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber man erkennt es vielleicht schon an dem Logo der Dose, in welche Richtung das geht. Ja, meine Freunde, er schmeckt wie der Love 66 von damals. Also nicht selbe, es ist trotzdem noch eine eigene Note. Ist übrigens Virginia-Tabak. Ja, deswegen ist aber wirklich Chuck Küsel, weil der neue Adalia, den kannst du leider in die Ecke stellen und anzünden. Neue Produktion, wenn du noch Glück habt, eine Dose von der alten. Stell die ins Regal. Lass sie 10 Jahre wirken, ne? Und dann ist sie 5-mal so viel wert. Setup ist dasselbe, bei beiden Köpfen haben wir uns überlegt. Oplaco M, einmal natürlich passend zu den Farben. Den habe ich schon ein bisschen geklebt, der blutet auch schon ein bisschen, aber das macht jetzt nichts. Ja, würde ich sagen, bauen wir schnell das Köpfchen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt filmen oder so. Ihr wisst ja, wie es ist, wir zeigen dann den Kopf und dann geht's auch schon gleich los. Das sind wir auch schon wieder. Das sind wir auch schon wieder. Und in der Zeit, wo der Flo jetzt was erzählt, werde ich euch schon mal die Kohlen holen. Jo. Geraucht wird übrigens auf der blauen Seite mit dem blauen Oblaco erstmal kurz. Die Köpfe zeigen, sind identisch gebaut auf Noppenkontakt. Blau ist der Blue Caribbean und der rote ist der Unix. Auf der blauen Seite haben wir die Aladdin A36. Eine sehr schöne Pfeife auch zum Mitnehmen, finde ich die echt spitze. Die ist klein, kompakt, da passt alles drauf. Hätten wir die mal am Bodensee, ja. Und auf der roten Seite ein bisschen größer. Ich hatte gerade zuvor eine andere Pfeife zu holen. Haben wir die Viro X Mose Noir. Mit der wunderschönen Neolux Bowl. Und ja, wir haben das auch nochmal ein bisschen hier farblich abgetrennt. Ich war gerade zu voll, rote Farbe reinzumachen. Deswegen haben wir hier nur einen roten Scheinwerfer. Hier der Onyx auf der roten Seite und der Blue Caribbean
Flash auf der blauen Seite. Geraucht wird natürlich mit dem Kalauch Lotus 1 Plus, selbstverständlich. Und jetzt warten wir, bis der Kohlemann da ist. Und dann hier ist der Kohlemann. Los! Heute wurden ein paar Parkonen bestellt. Jo, wir haben ein paar Parkonen bestellt. Parkonen bestellt in der Karte. Wir lassen den Kopf jetzt nochmal so 2-3 Minuten stehen, werden nicht anziehen und sehen dann erstmal ein bisschen, wie auch der erste Rauchkontakt ist. Geraucht wird natürlich mit 3 Tom Coco C25, also Tom Coco Gold C25 Kohlen. Haben wir mittlerweile 20 Kilo bestellt, weil so ein Kilo reicht bei uns eine Woche oder so. Ja, wir sehen uns dann nochmal in 3 Minuten. Wenn die Köpfe hoffentlich an sind und kommen dann zum ersten Versuch, wie denn so der erste Zug ist bei dem Tabak. Bis gleich. Ach ja, Leute. Übrigens findet ihr uns auch auf Instagram unter smoke_brothers_cf. Dort haben wir mittlerweile schon 1250 Abonnenten. Werdet einer von der Crew. Abonniert uns auf Instagram, um nicht den besten Content, was? Um den besten Content nicht zu verpassen, meinte ich natürlich. Ja, ich sehe gerade auf den Timer, wir haben natürlich, kleinen Timer, wir gehen noch hier hell hier. Da stellt noch 30 Sekunden, the final countdown läuft quasi. Ja, noch 10, seid ihr bereit für den Start? Der erste Zug kommt gleich. Der erste Zug Mach dein Mundstück schon mal dran. Ja, warte, es klingelt in 4, 3, 2, 1 und go. Ja? Nach 3 Minuten, ich würde jetzt sagen, die läuft jetzt so auf 50% oder so. Aber man hat jetzt schon wirklich diesen Flashback zu den alten Adai, ja. Also wirklich Bombengeschmack auf jeden Fall. Am Anfang, ich ziehe nochmal kurz, kommen schon mal diese schöne Minznote raus, die der Tabak hat. Danach gleich die Maracuja und eine leichte, schöne Honigmelone im Abgang. Also wirklich, der ist bombastisch. Kann ich nur empfehlen. Nice. So, Colin, jetzt sag mal, wie deiner ist. Also, ich muss sagen, das ist schon mal ein perfekter Mix von den 3 Sorten. Was hat man? Orange, Blaubeere und die Minze. Die Minze liegt erstmal dauerhaft unterschwellig an. Die ganze Zeit, das ist eine angenehme Frische. Das ist keine Kühle, sondern wirklich eher ein frischer Effekt, den du hast. Und ja, ich habe ja damals in Arnstadt sehr, sehr, sehr viel Blaubeere geraucht und ich muss sagen, ich konnte kein Blaubeer mehr rauchen. Ich habe gekotzt von dem Zeug. So, das war doch damals der Adalia Blueberry hier. Adalia Blue war das, glaube ich, nur. Und dann hat der Flo mal wieder hier den Blaulichttabak rausgeholt, da habe ich dran gezogen und ich konnte wieder kotzen. Genau das Gegenteil bei dem. Blaubeere schmeckt man auf jeden Fall deutlich raus. Die Orange ist nicht so deutlich, wie sie gerochen hat, aber sie schmeckt, sie ist auch auf jeden Fall da, die kommt mit rein. Es ist einfach ein schöner Mix aus allen. Blaubeertabak vor allem gerade schön für die Leute, die ein bisschen Blaubeere schmecken wollen, aber nicht wollen, dass der komplett direkt nach Blaubeere in die Fresse geht. Also sehr schöner Mix, kann ich auch nur jedem deutlich empfehlen. Ja, der Kopf wird jetzt langsam. Wir haben schon ein Rauchverhalten, das grenzt an die 80%, was der Tabak ab kann, denn er kann auch extrem gut Hitze ab, habe ich festgestellt. Ich habe da jetzt schon 3-4 Köpfe mit dem Tabak geraucht, jeweils. Und ich muss sagen, der läuft echt gut, auch stabil mit 2,5 Kohlen. Deswegen, ich muss noch keinen runternehmen. Der läuft noch butterweich. Also drückt nicht, kratzt nicht, Chacuzel. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass ich das jetzt trotzdem nicht dauerhaft ausprobieren wollte, den auf 3 Kohlen voll zu rauchen. 2,5 würde ich aber mitgehen, ist bei jedem das Maximum. Aber da sind ja die meisten Sorten, was man zum Beispiel von Kokain sowas kennt, sind ja bei 2,5 Kohlen raus. Die rauchst du mit 2,5 an und dann zum chilligen Rauchen 2 Kohlen. Ansonsten ist der Tabak natürlich verbrannt. Ich würde sagen, wir rauchen nochmal ein bisschen und melden uns dann später nochmal zu dem Fazit der beiden Sorten. Und natürlich das Fazit. Das Fazit. Ja, Leute, der Kopf ist jetzt auf 100%. Wir können ja nochmal eine kleine Puste-Präsentation machen. Also Rauchentwicklung wirklich top.
sowieso zum Tabak. Der ist wirklich qualitativ auf einem richtig guten Level. Das sieht man allein schon an der Verpackung halt, dass die Leute sich da wirklich was bei gedacht haben. Mhm. Auch mit diesem zweiten internen Deckel, was du ja zum Beispiel Aquamenta nicht hast. Du musst den Tabak immer umfüllen. Hier ist das kein Problem, den in dieser Dose zu lassen. Auch schön, dass auch draufgeschrieben ist, um welchen Tabak es sich handelt. Wie gesagt, wirklich sehr schön, auch hier mit dem Logo eingestanzt, alles mögliche. Wirklich qualitativ, sehr hochwertig, auch vom Tabak, nicht nur von der Dose. Ich meine, das Auge raucht ja bekanntlich auch mit, ne? Deswegen wirklich qualitativ ist der wirklich auf einem sehr guten Stand. Kann ich jetzt nur so mitgehen. Ihr seht, wir haben immer noch mit 2,5 Kohlen und es schmeckt nicht verbrannt, es ist nicht rostig oder so, keine Ahnung. Immer noch buttersahnig. Ja Leute, das war unser neues Video von den Smoke Brothers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da natürlich. Und schaut auf Instagram, was der Flo vorhin gesagt hat. Wir kriegen das raus, wenn er nicht guckt. Richtig. Auch Sema, der auf unsere Links klickt, wenn nicht. Mhm. Bis zum nächsten Mal, eure Smoke Brothers. Wahrscheinlich, Digga. Ich habe, glaube ich, wirklich Kontakt.